nehmen? Zur Empfehlung der Mindestlohnkommission und zur Landratswahl in Sonneberg. Außerdem wird diese Woche der Abschlussbericht der Kommission zur Umsetzbarkeit des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. enteignen vorgestellt. Dazu haben wir heute Karin Ley, die wohnungspolitische Sprecherin unserer Bundestagsfraktion, zu Gast. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Pressekonferenz. Ich freue mich über Ihr zahlreiches Erscheinen. Bevor ich auf die genannten Themen eingehe, würde ich ganz gern mit einer sehr freudvollen Nachricht einsteigen. In Bremen hat sich die Fortsetzung der erfolgreichen Rot-Rot-Grün-Koalition bestätigt. Die ist heute auch entsprechend bekannt gegeben worden. Es gab Koalitionsverhandlungen, der Koalitionsvertrag liegt jetzt vor. Ich freue mich besonders darüber, dass die Linke als moderne Gerechtigkeitspartei auch bei diesen Verhandlungen ihre Handschrift in dem Koalitionsvertrag hat hinterlassen können. Das ist gut für die Bremerinnen und Bremer, aber auch für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bremerhaven natürlich an der Stelle, die sollen ja nicht vergessen werden. Und man sieht doch, dass progressive Politik möglich ist, aber man sieht auch, dass progressive Politik eben nur mit der Linken möglich ist und dass die beiden Senatorinnen Christina Vogt und Claudia Bernhardt die Arbeit auch in Schlüsselressorts fortsetzen können, nämlich in Wirtschaft und Häfen und Gesundheit und Pflege. Bei den Schwerpunkten zum Beispiel des Koalitionsvertrages, die auf Arbeit, Bildung und Klimaschutz liegen, ist mir auch eine besondere Freude. Also herzlichen Glückwunsch in Richtung Bremen. Zweiter Punkt, die Mindestlohnkommission hat heute gegen die Stimmen der Gewerkschaften empfohlen, dass der Mindestlohn zum 1. Januar 2024 von derzeit 12 Euro auf dann 12,41 Euro steigen soll. Im kommenden Jahr dann, also ab dem 1. Januar 2025, soll er nochmal um weitere 3,3% auf 12,82 Euro steigen. Das bei einer Inflationsentwicklung von über 6% in diesem Jahr allein. Also das heißt, dass die vorgesehene Mindestlohnsteigerung nicht einmal die Inflation wieder gut machen. Das bei Preissteigerungen, insbesondere bei Nahrungsmitteln von über 20%. Jeder Mensch mit einem niedrigen Einkommen in diesem Land muss derzeit jeden Cent zweimal umdrehen, um einfach auch zu wissen, ob Strom und Gas, das für viele zum Luxusgut geworden ist, überhaupt noch finanzierbar ist am Ende des Monats. Das ist absolut nicht hinnehmbar, weil gerade Menschen auch mit niedrigen Einkommen natürlich insbesondere von der Inflationsentwicklung betroffen sind, weil sie nochmal einen größeren Anteil ihres Einkommens eben auch für die teurer werdenden Güter auszugeben haben. Das heißt, die Kosten der Krise werden wieder einmal auf dem Rücken der Menschen mit niedrigen Einkommen abgewälzt. Ich denke, die Bundesregierung muss an dieser Stelle handeln und die Lohnuntergrenze für den Mindestlohn eben keiner Expertenkommission an dieser Stelle überlassen, sondern im Gegenteil wie im vergangenen Jahr per Gesetz festlegen. Dieser Mindestlohn betrifft 6 Millionen Beschäftigte in Deutschland. 6 Millionen Beschäftigte, die wie gesagt nicht einmal einen Inflationsausgleich erleben werden, damit effektiv Lohnkürzungen hinnehmen werden müssen. Wir brauchen einen Mindestlohn in Deutschland jetzt zum 1. Januar 2024, so wie ihn auch Sozialverbände fordern, von 14 Euro. So kann die Lohnuntergrenze auch eine Art Brandmauer gegen Armut werden. Wir reden ja auch von niedrigen Einkommen, die natürlich Altersarmut beeinflussen. Das heißt, wir brauchen einen Mindestlohn, der einerseits vor Inflation und andererseits vor Altersarmut schützt. Das ist mit dem gegebenen Vorschlag, mit dem vorgelegten Vorschlag leider nicht gegeben. Von daher muss dringend gehandelt werden. Ich frage mich im Übrigen auch, wie die Bundesregierung dann die entsprechende Richtlinie der Europäischen Union umsetzen will, die ja sagt, dass ab November 2024 die Mindestlöhne in der EU mindestens 60% des Bruttomedianlohns betragen sollen. Auf Deutschland umgerechnet wären das also mindestens die 14 Euro, die wir fordern. Da stellt sich die Bundesregierung, wenn sie denn den Vorschlag der Kommission tatsächlich so umsetzt, dann auch in den Gegensatz zu existierendem europäischem Recht. Und von daher ist die Bundesregierung aufgefordert, entsprechend gesetzlich die Mindestlohnuntergrenze auf 14 Euro anzuheben. Jetzt zur Landratswahl im Kreis Sonneberg. Dazu habe ich mich heute schon mal geäußert, möchte das aber an dieser Stelle trotzdem auch noch mal mit ein paar Stunden Abstand und mehr Reflexion tun. Natürlich ist der Wahlerfolg des AfD-Kandidaten in Sonneberg, also des neu gewählten Landrates von der AfD, ein absolutes Alarmsignal für die Demokratie. Da kann man gar nicht drum
rumreden, und dass jetzt zum Beispiel der Finanzminister Lindner und der Kanzler Scholz immer noch in dieser Sackgasse aufs Gas drücken wollen und weitere Milliarden kürzen, wird sich zusätzlich als Gift für die Demokratie herausstellen. Wer in der Krise öffentliche Aufgaben und Ausgaben kürzt, der hat weder aus der Geschichte noch aus Sonneberg etwas gelernt. Die Unzufriedenheit, und das zeigen ja auch alle Erhebungen, mit der Bundesregierung, mit der Politik der Bundesregierung, führt eben genau dazu, dass die AfD einen solchen Anstieg auch in den Umfragen erlebt. Hinzu kommt, dass andere Parteien wie die Union, aber auch die FDP sich ganz dem Kulturkampf von rechts verschrieben haben an dieser Stelle. Und natürlich, es gibt auch ein Ostspezifikum, die Erfahrung der Wende, die Enttäuschung und Frustration aus der Wendezeit und gleichzeitig die immer noch real existierende materielle Benachteiligung. Also zum Beispiel bei der Frage gleichen Lohnes für gleiche Arbeit, wo in Ostdeutschland immer noch weniger verdient wird, was dann natürlich perspektivisch auch in niedrigen Renten ausdrückt in der Zukunft, ist absolut nicht hinnehmbar. Da muss Politik endlich reagieren, wenn wir nicht wollen, dass die AfD weiter einen Aufstieg erlebt und aus diesem Alarmsignal eventuell dann ein Debakel für die Demokratie wird. Jetzt freue ich mich, dass wir einen Gast begrüßen können, dass ich einen Gast begrüßen kann, Karin Ley, die wohnungspolitische Sprecherin unserer Bundestagsfraktion. Anlass ist, dass in dieser Woche der Abschlussbericht zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen veröffentlicht wird. Es sind aber schon zwei wichtige und entscheidende Eckpunkte bekannt geworden. Vorab erstens, die Expertinnenkommission sieht keine Hürden für Enteignung, sofern die gemeinnützige Bewirtschaftung für die Zukunft gesetzlich gesichert ist. Und zweitens, eine Entschädigung ist auch unter dem Verkehrswert möglich. Das wiederum bedeutet, dass der Senat natürlich angehalten und aufgefordert ist, das Ergebnis des Volksentscheides auch zu respektieren und umzusetzen. Und an dieser Stelle freue ich mich, dass Karin diese guten Nachrichten aufgreift und unsere mietenpolitischen Konzepte auch nochmal im Detail genauer darstellen wird. Herzlich willkommen, Karin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch von meiner Seite einen schönen guten Tag. Der Abschlussbericht der Expertenkommission zum Volksentscheid Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen sieht keine Hürden für die Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen. Die Gesetzgebungskompetenz wird beim Land Berlin bestätigt und auch die Verhältnismäßigkeit wird bestätigt. Die Entschädigung unterhalb des Verkehrswertes ist möglich. Das ist insbesondere ein positives Signal auch für die öffentlichen Kassen. Und wir halten das als Linke für ein gutes Ergebnis und in dieser Eindeutigkeit auch wirklich für ein bemerkenswertes Ergebnis. Es bestätigt uns in unserer Auffassung, dass börsennotierte Aktiengesellschaften und große finanzmarktgetriebene Wohnungsunternehmen nichts auf den Wohnungsmärkten verloren haben. Der Bürgerwille muss jetzt umgesetzt werden. Deswegen fordern wir das Land Berlin, also den Senat Berlin auf, ein Umsetzungsgesetz so schnell wie möglich vorzulegen und sich nicht in Ausreden zu verflüchtigen. Berlin muss jetzt als erstes Bundesland ein Vergesellschaftungsgesetz vorlegen. Dem sollten andere Bundesländer folgen. Auch in Hamburg wurde ja bereits ein ähnliches Volksbegehren eingeleitet. Natürlich finden wir, dass dies auch eine Trendwende für die bundesweite Wohnungspolitik bedeuten muss, die dann perspektivisch tatsächlich ohne börsennotierte Aktiengesellschaften und ohne finanzmarktgetriebene Wohnungskonzerne auskommen muss. Gemeinwohl und nicht Profit muss wieder Leitmotiv auf den Wohnungsmärkten sein. Deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, endlich ein Gemeinnützigkeitsgesetz vorzulegen, das schnell kommt und das ambitioniert ist. Das, was bisher von der Bundesregierung verlautbart wurde, lässt leider wenig Hoffnung übrig, dass das, was eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, auch in dieser Legislaturperiode noch kommt. Deswegen fordern wir Bundeskanzler Scholz auf, hier die Blockadehaltung auch der FDP endlich zu brechen und dafür zu sorgen, dass wieder eine gemeinnützige Sektor auf dem Wohnungsmarkt entstehen kann, der nicht profitorientiert ist, sondern dem Grundsatz des Gemeinwohls folgt. Dafür braucht es ambitionierte Ziele. Wir als Linke wollen, dass in den nächsten 10 Jahren wieder 30% des Wohnungsmarktes gemeinnützig bewirtschaftet wird.
Das ist auch in etwa der Wert, der bis 1990 gegolten hat, bis die Gemeinnützigkeit damals unter der Regierung Kohl fälschlicherweise abgeschafft wurde. Dafür brauchen wir ein Gemeinnützigkeitsgesetz, das Steuervorteile für gemeinnützige Wohnungsunternehmen verspricht und eben nicht für die großen privaten finanzgetriebenen Konzerne, was umgekehrt auch heißt, dass man denen endlich ihre zahlreichen Steuervorteile nehmen muss. Gleichwohl finden wir, dass auch der Bund ein Konzept vorlegen muss, wie die vielen privatisierten Bundeswohnungen wieder zurückkommen in öffentliche Hand. Es wird viel zu wenig darüber gesprochen, aber ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass auch der Bund massenhaft Wohnungen privatisiert hat. Etwa 450.000 bundeseigene Wohnungen wurden privatisiert. Auch das muss angegangen werden, wie die wieder zurück in öffentliche Hand kommen können. Dafür braucht es eben ein Gemeinnützigkeitsgesetz auf Bundesebene, aber es braucht eben auch finanzielle Hilfen für Bund, für die Länder und für die Kommunen, eine gemeinnützige Wohnungspolitik zu betreiben. Das Verbändebündnis Wohnungsbau fordert ein Sondervermögen für bezahlbares Wohnen. Dem schließen wir uns als Linke an. Nach unserer Auffassung sollte das 100 Milliarden Euro für die nächsten 5 Jahre bedeuten. Damit wollen wir natürlich zum einen den Neubau von sozialen, gemeinnützigen Wohnungen finanziell unterstützen, was gerade jetzt in der Krise auf dem Wohnungsmarkt ein besonders wichtiger Punkt wäre. Es geht natürlich auch um den Umbau von bestehenden Gebäuden, also die schon da sind, die aber saniert werden müssen oder zum Beispiel als Büroräume umgebaut werden müssen. Aber es geht eben auch darum, um Kommunen und Länder finanziell zu unterstützen, die Wohnungen vergesellschaften oder rekommunalisieren wollen. Da muss der Bund in Verantwortung gehen. Wir brauchen endlich eine Trendwende hin zu einer sozialen und gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik. Vielen Dank. Herr Herrmann. Herr Schäfer zu Sonnenberg, Sie, die Linke, stellen dort im Bundesland ja auch den Ministerpräsidenten, es ist auch Ihr Landesverband. Sehen Sie da eigentlich auch eigene Versäumnisse, dass es jetzt zu so einer Wahl kam? Und vielleicht mal unabhängig von dem, was Sie bereits über die anderen Parteien jetzt gesagt haben, ist es vielleicht auch so, dass es derzeit kein ausreichend attraktives Angebot da gibt aus dem Kreis der demokratischen Parteien, dass sich so viele Leute offenbar bemüßigt fühlen, die AfD von Björn Höcke zu wählen? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Herrmann. Also die dominierenden Themen in dieses Landratswahlkampfes waren eindeutig bundespolitische Themen. Da ging es um das Heizungsgesetz, da ging es um die Frage von Migration und von daher waren das auch die wahlentscheidenden Themen. Offensichtlich, natürlich führen wir die Regierung in Thüringen, das ist richtig. Bodo Ramelow und seine Regierung haben es geschafft, die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordtief zu senken in der letzten Zeit. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes geht stetig voran. Es gibt mittlerweile 90 Unternehmen, die weltmarktführend sind in ihren jeweiligen Branchen. Und von daher ist natürlich schon die Frage zu stellen, warum Wählerinnen und Wähler, obwohl das wirtschaftliche Umfeld zu stimmen scheint in einem Kreis, trotzdem sich für eine antidemokratische Partei entscheiden und die Wahl vor allem einer Partei, der in Thüringen Björn Höcke und damit ein Faschist vorsteht. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass im Moment eine massive Enttäuschung vor allem mit der Bundespolitik eben vorherrscht. Das sieht man ja auch in den Umfragen der AfD auf Bundesebene, wo sie ja vor allem seitdem das Heizungsgesetz vorgelegt wurde, stetig an Zuspruch gewinnt. Gleichzeitig ist es natürlich unsere Aufgabe als Linke an dieser Stelle auch ein attraktives politisches alternatives Angebot zu unterbreiten. Da haben Sie recht, Bodo Ramelow und seine Regierung und meine Partei tun das auch in Thüringen, indem wir uns für die Stärkung zum Beispiel der Rechte von Familien einsetzen oder auch älterer Menschen, die allein leben, indem wir in Bildung, in Gesundheit investieren, indem die Straßenausbaubeiträge sozusagen nicht mehr auf die Menschen umgelegt werden, sondern öffentlich getragen werden und so weiter und so fort. Da passiert viel. Aber ich glaube, man muss schon auch dafür sorgen, dass das Unwohlbefinden, das offenkundig im Moment weite Teile der Bevölkerung in Deutschland erfasst, mit demokratischer Politikgestaltung wieder kanalisiert wird. Und zwar in einem Sinne, dass es zurückgeführt wird in Vertrauen gegenüber demokratischer Politik, demokratischen Entscheidungsprozessen. Und dafür braucht es meiner Ansicht nach eine Idee der Hoffnung von einer besseren gemeinsamen Zukunft. Wir sind bereit,
diese Idee von einer gemeinsamen besseren Zukunft und Gesellschaft weiterhin als Linke auch zu vertreten und zu stärken. Und es braucht deshalb einen sozialen Aufbruch in der Bundesrepublik und es braucht eine Zeitenwende für soziale Gerechtigkeit. Es wäre quasi auch meine Frage gewesen, deswegen frage ich jetzt noch mal nach. Es ist aber ja offensichtlich, wenn man sich die Entwicklung seit Anfang der 90er Jahre anschaut, dass auch in Thüringen die Anzahl der Landräte, die von den Linken kommen, beziehungsweise damals noch PDS, massiv zurückgegangen ist. Ich kenne den ganz aktuellen Stand nicht, vielleicht kennen Sie ihn, wie viele Landräte jetzt momentan von der Linken noch gestellt werden in diesem Bundesland. Sehen Sie darin nicht tatsächlich auch ganz konkret einen Vertrauensverlust in Ihre Politik als Partei? Naja, es hat sich natürlich in der Vergangenheit sozusagen auch der Charakter meiner Partei geändert. Wir waren ja vor wenigen Jahren nicht in der Situation, den Ministerpräsidenten in Thüringen zu stellen. Und selbstverständlich sind wir im Moment die Partei, die dort die Regierungsgeschäfte in Thüringen führt. Das ist auch gut, das ist auch richtig, das tut dem Land gut. Wie gesagt, die wirtschaftlichen Eckdaten sprechen für sich, damit einhergehend auch die sozialen Eckdaten. Nichtsdestotrotz stehen wir natürlich auch vor der Aufgabe, Vertrauen wiederzugewinnen. Das sieht man ja auch an unseren Umfragen, vor allem auf Bundesebene, also auch Vertrauen in unsere Politik als Bundespartei wiederzugewinnen. Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Baustein dafür sein wird, dass wir auch die Geschichten der Ostdeutschen, sowohl die Frustrationserfahrung als auch die immer noch existierende sozial-ökonomische Benachteiligung Ostdeutscher auch wieder stärker in das Zentrum unserer politischen Kommunikation stellen. Ich als Ostdeutscher weiß auch genau, wovon ich an dieser Stelle rede. Ich war letzte Woche in Thüringen unterwegs mit einer sogenannten Nachbarschaftsfesttour. Wir sind in 5 verschiedenen thüringischen Städten, unter anderem auch mit Bodo Ramelow, aber auch mit der Gesundheitsministerin, also Arbeit, Soziales und Gesundheit, Heike Werner, vor Ort gewesen und haben einfach wirklich Nachbarschaftsfeste angeboten in kleineren Städten, auch in Vierteln, die man eventuell als Problemviertel sozusagen bezeichnen kann. Wir haben damit den Versuch unternommen, wieder viel stärker auch unmittelbar zu hören, was Menschen eigentlich bewegt im Land. Und das ist ein sehr gutes Konzept, das hat super funktioniert. Wir werden das weiter fortsetzen, weil ich den Eindruck habe, dass in den letzten Jahren, vor allem auch durch Corona bedingt, wir als eine Partei, die auf der Straße sein muss, die unmittelbar mit den Menschen reden muss, da auch tatsächlich nicht präsent genug sein konnten, aus objektiven Gründen. Und wir da jetzt aber auch wieder präsent sein werden und auch präsent sein wollen, weil wir eben nicht gewillt sind, sowohl die Straßen als auch die Plätze der AfD zu überlassen. Frau Dankbar von der Berliner Zeitung fragt, ob es ein Fehler war, den Kandidaten von der CDU zu unterstützen. Ich glaube, dass die CDU in der Situation ist, dass sie grundsätzlich ihr Verhältnis zur Linken neu sortieren muss. Also der Unvereinbarkeitsbeschluss gilt ja immer noch bei der CDU. Ich halte ihn für aus der Zeit gefallen. Demokratinnen und Demokraten müssen miteinander reden können. Und zwar gerade auch in solchen Situationen, wo es darum geht, eine Brandmauer gegen rechts zu bauen. Das Problem in Thüringen allerdings ist vor allem, dass sowohl die Union, also die CDU, als auch die FDP immer wieder im Landtag auch mit der AfD zusammenarbeiten. Und damit diese Brandmauer eben nicht erkennbar aufrechterhalten wird. Auch das trägt dazu bei, dass die AfD in Thüringen gestärkt wird. Ich halte das für einen zentralen Fehler. Und wie gesagt, ansonsten müssen Demokratinnen und Demokraten miteinander reden können. Gibt es weitere Fragen? Frau Palzer. Eine kurze Nachfrage an Sie, Frau Leih. Sie sprachen davon, dass der Bericht beinhaltet, dass Entschädigungen unter den Verkehrswerten der Immobilien möglich sind. Können Sie da genauer sagen, gibt es da irgendwie einen Prozentrahmen oder wie berechnet man das? Also das ist noch nicht veröffentlicht, wie es sich genau vorstellt. Ich kann mir vorstellen, dass auch der Kommissionsbericht hier nicht ins Detail gehen wird. Es ist sicherlich eine Frage, die, wenn das Vergesellschaftungsgesetz kommt, am Ende des Tages mit Sicherheit vor Gericht beklagt wird. Klar ist natürlich, dass eine Vergesellschaftung mit einer Entschädigung einhergeht. Das ist ja klar, aber umstritten ist eben, wie groß der Wert ist. Und unterhalb des Verkehrswertes, das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, weil das natürlich auch der Stadt Berlin, beziehungsweise in dem Fall dem Land Berlin, auch ermöglichen würde, zu einem günstigeren Preis diese Wohnungen dann zu vergesellschaften. Aber die Zahlen sind noch nicht öffentlich und ich kann darüber jetzt auch nur spekulieren. Noch eine Frage an Sie, Herr Schellewein.
Gern. Gibt es eigentlich, ich gestehe, am Wochenende war ich noch nicht so ganz dabei im aktuellen Geschäft, ein aktualisiertes Statement von Ihnen zu den Ereignissen in Russland, also zu dem sogenannten Putsch von Prigozhin? Ich kann Ihnen gern meine Einschätzung dazu mitteilen, Frau Peitzer. Also offenkundig bröckelt die Machtbasis von Putin, vor allem durch den Verlauf des Krieges, den er initiiert hat, den er begonnen hat. Und ich will an der Stelle auch nochmal sagen, völkerrechtswidrig begonnen hat gegen die Ukraine. Er genießt offenkundig nicht mehr die volle Unterstützung seines Machtapparates. Ich habe damit auch die Hoffnung, dass zum Beispiel die gezielten Sanktionen gegen Oligarchinnen und Oligarchen durchaus auch Wirkung zeitigen können an dieser Stelle. Ich glaube, dass das ein richtiger Weg ist, den man fortsetzen muss. Letztendlich bietet sich aber damit, dass Putin offenkundig in einer geschwächten Position ist, auch eine Chance, diesen Krieg zu beenden, weil die Ukraine damit oder vielmehr die Idee eines gerechten und nachhaltigen Friedens damit in eine bessere Position gerückt wird. Wenn Putin darunter leidet, dass dieser Krieg nicht so verläuft, wie er das will, muss man darüber nachdenken, wie man zum Beispiel diplomatische Initiativen unterstützt, an dieser Stelle ganz konkret, um Russland dazu bewegen, diesen Krieg einzustellen und seine Soldaten aus der Ukraine zurückzuziehen. Haben Sie das Gefühl, dass das aber auch quasi jetzt aus europäischer Sicht die Wahl zwischen Pest und Cholera ist? Also ich meine, Prigozhin ist kein Demokrat. Ja, das ist an dieser Stelle, also wenn der Frieden quasi das übergeordnete Ziel ist, ist es kein Wunschkonzert, mit wem man letztendlich in Russland redet. Aber ich will mich in die internen und inneren Angelegenheiten Russlands nicht einmischen. Natürlich ist Prigozhin kein Demokrat und natürlich wird die Reaktion auf diesen Putschversuch ein weiterer Schritt in eine noch manifestere Diktatur in Russland sein, um die Herrschaft, je nachdem, wer sie dann auch mittelfristig auswirkt, nach innen zu konsolidieren. Das ist leider so und das stellt ein riesiges Problem dar für die internationalen Beziehungen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Russland wirklich eine oder die entscheidende Atommacht ist mit 6000 nuklearen Sprengköpfen. Das ist wirklich gefährlich, was sich da ereignet. Von daher, glaube ich, ist das die entscheidende Frage wirklich, wie man die Situation befriedet in der Region, damit es da nicht zu einem Flächenbrand kommt, damit auch Bürgerkriegsszenarien in Russland an der Stelle möglichst perspektivisch ausgeschlossen sind, damit nicht die Atomwaffen in die Hände von irgendwelchen Warlords oder wem auch immer fallen dann letztendlich. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche eine gute Woche. Vielen Dank. Dankeschön.